Das rot-grüne Utopia deutet sich nicht nur an. Mittlerweile ist Utopia bei der CDU gelebte Realität. Und wo das alles enden wird, kann man aus den Erfahrungen der letzten Jahre bereits ahnen. Man gründet also dann ein Unternehmen, erklärt, dass ideologische Gendersprache eine gemeinwohlorientierte Nutzenmaximierung sei, damit dann alle BinnensternchenInnen gemeinsam im Chor ihren Namen gendersensibel klatschen, tanzen oder singen können. Oder solch neu geschaffene Unternehmen als feste Rechtssubjekte ihre gemeinwohlorientierte Nutzenmaximierung darin sehen, den Bürgern zu erklären, dass man auch als Mann Kinder gebären darf, um Männer gesellschaftlich nicht auszugrenzen.